Das glaube ich jetzt einfach nicht. Nein! Das ist, ich wette, der Dena ist bei sich in der Aufnahme gar nicht selber am Bildschirm. Ja, genau! Er lässt da irgendein Pro spielen. Ja, tschu! Hallo, im Jorges! Willkommen zu einer neuen Folge GTA Online zusammen mit Kev. Hallöchen, ihr Lieben, seid herzlich willkommen hier. Wir haben eine fantastische Challenge wieder aufleben lassen. Es war ein richtig guter Tipp von euch. Ich möchte mich bei einer Person ganz besonders bedanken. Und zwar, Sekunde, ich will mich nur nicht verfliegen. Ah, hallo Dena, ich bin über dir. Und zwar ist das der liebe Dragon Mage GTA, der uns diesen Tipp gegeben hat, unsere alte Challenge wieder neu aufleben zu lassen. Und zwar haben wir heute die Challenge, ihr könnt euch vielleicht erinnern, mit einem Jet haben wir schon mal das sozusagen das Rennen um den Tod ja gemacht. Einer sitzt im Jet und der andere hat ein Auto gehabt und wer halt länger im Auto aushält, der andere muss ihn halt töten, der gewinnt das ganze Ding. Und ich glaube, damals war es so, dass der Jet nachher verloren hat, weil er einfach gestorben ist, indem er abgestürzt ist. Aber jetzt ist halt das Ding, dass der am Boden kein irgendwie nicht so ein schnelles, wendiges, kleines Auto hat, sondern so ein Militärjet hier, Militärlaster. Und der ist zwar ja gerade ziemlich schnell, aber der hat halt, wenn man halt einmal steht, dann dauert das jetzt schon, ich drücke hier Vollgas, ein ganz schönes Stück, bis man wieder ein bisschen auf Tempo ist. Der ist nicht so wirklich wendig und damit wird es deutlich einfacher für den Jetpiloten. Und da ist jetzt das wird schwer hier einige Zeit zu überleben. So ist es. Ich bin auch gespannt, weil wir fahren jetzt gerade, ich sehe das schon in Richtung Stadt, ich umschiffe gerade die Militärbasis, damit ich keine Sterne kriege. Und zwar ist es nämlich so, hier auf offener Fläche wäre es natürlich sehr einfach. Naja, glaubst du, ich glaube das nicht. Ich glaube schon. Man darf sich nicht unter Dings verstecken, unter Brücken oder Tunnels oder sowas. Man darf sich nicht, man muss die ganze Zeit in Fahrt bleiben. Genau, man darf nicht anhalten. Na, ich würde sagen, Kev, du kannst eigentlich anfangen. Ich stelle mir einen Timer. Sicher? Ja, ich habe kein Problem damit. Chillig. Ist vielleicht tot? Also das ist wirklich... Nee, Freunde? Nee. Sicher? Notfalls ist hier ein Cut mehr drin im Video. Ich zeige jetzt denen, dass wir recht haben, Freunde. Pass auf, die Stoppuhr startet. Jetzt, meine Zeit läuft. Knall mich doch ab. Juckt mich nicht. Ach so, du darfst doch umdrehen jetzt, ne? Ich kann machen, was ich will. Schieß mich doch ab. Oh Mann, das hast du natürlich fein gemacht, weil ich gerade richtig weit weggeflogen bin. Oh. Ah, ich krieg dich trotzdem. Angeblich ist ja leicht. Du kannst meinetwegen auch in der Stadt starten nachher. Ja? Auf jeden Fall, ich sag dir, das macht keinen großen Unterschied. Man kann überall ausweichen. Okay, wo bist du? Ui, das war daneben geschossen. Aber er hat die noch nicht mal anvisiert, deswegen. Anvisieren macht keinen großen Unterschied. Na doch, macht das wirklich. Wo bist du denn? Oh. Ich höre was. Da unten. Ja. Okay, mein Freund. Keine Sorge, ich wende jetzt hier. Und ich wende auch. Oh mein Gott, das ist ein Todesurteil. Oh oh. Nee, ich glaube das nicht. Das ist... Oh, Kacke. Ein Todesurteil. Ja, du stürzt ab, das ist dein Todesurteil. Oh, das war nix. Ich habe die Rakete gesehen. Visiert er nicht an? Hä? Visiert er denn gar nicht an? Ja, wollen wir vielleicht mal ohne Anvisierungsraketen machen? Du kannst auch die normalen Raketen abschießen, Kev. Kann ich ja gar nicht, da muss ich ganz anders fliegen. Hä? Ja, jetzt muss ich sagen, wird es gerade ein bisschen peinlich. Ja. Ich flieg aber auch richtig schlecht, so. Ja. Okay. Also, Kev, eine Minute 14 habe ich schon überlebt, ne? Ja. Und ich fahre hier echt so eine Bergstraße mit meinem Laster. Also, eigentlich bin ich gleich. Aber wieso? Guck dir das an! Was? Er visiert dich die ganze Zeit kein bisschen an. Kein bisschen. Weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich Raketenabwehrsystem an, aber du, man schafft es auch ohne schaffen, Kev. Ich werde auch komplett ohne machen. Ja, aber dann müsste ich ja ganz anders fliegen. Ah, oh, da musst du anders fliegen. Ja. Ja, dann bin ich auch ganz perplex. Hä? Nee, also jetzt ohne Witz. Skilltechnisch bist du mir da überlegen, aber darum geht's gar nicht. Sondern ich verstehe gar nicht, wieso er das nicht tut. Ich habe dich sogar in meinem Viereck gehabt fast. Und vielleicht, weil ich so schnell bin oder weil ich zwischen Bäumen bin oder irgendwas. Vielleicht hast du gerade die ungelegten Raketen ausgewählt. Du kannst dann wechseln. Nein! Übelst laggy, Alter. Herr Laggy? Richtig. Hier, unnormal. Ich habe X gedrückt, der hat nichts abgeschossen. 2 Sekunden später sehe ich nur noch die Explosion. Okay. Ich bin aber mega gut ausgewichen, das war stark. Oh, Gab, ich wette, du stirbst einfach wieder einmal auf dem Boden. Zerschellst du so das richtig bitter. So. Oder kommst du? Oh Gott! Uah. Das Problem ist einfach, du suchst dir natürlich jetzt die Berggegend aus. Keine Ahnung, mir egal, ist wo ich fahre. Aber ich verstehe nicht, wieso die Rakete. Ich versuch's nochmal, aber jetzt ja, ich kann auf dem Gelände fahren und du schaffst es nicht.
Das waren jetzt ungelenkte Raketen die ganze Zeit gerade eben. Ja, siehst du, daran lag, dass es nicht angewählt hat, ne? Nee, davor hatte ich gelenkte. Okay. Die letzten drei Schüsse waren ungelenkte. Okay. Juckt mich alles nicht. Hä? Was? Also, ich verstehe es nicht. Was verstehst du nicht? Ich flieg komplett über dich rüber. Ja. Wie sieht denn aber nicht an? Hast du den Passivmodus an? Nee, habe ich nicht. Sicher? Ich schau nach. Warte. Muss ich lange drücken? Nee, habe ich nicht an. Hier steht Passivmodus aktivieren, das heißt, ich habe ihn nicht an. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Nein. Ich habe dir gesagt, mach einfach ohne. Stürzt gerade. Hä, wieso stürzt du ab? Sie sagten, dass ich nicht landen darf und ich hier abschießen darf. Oh, hinter dir wirst es ja kaputt gemacht, Ah! Haha, die fahren ja einfach hinten rein. Opfer. Richtiges Opfer, Kev. Wenn du kaputt gehst, dann geht alles auf meine Zeit. Dann musst du dir einen neuen holen. Ach, komm schon, dreh dich doch. Tja, nein! Okay, du bist nett, dass du nicht in mich reinfährst. Hey! Nein! Meine super duper Taktik. Das war richtig blöd. Aber du darfst mich jetzt nicht abschießen, sonst würde ich dich jetzt kaputt machen. Ja. Ja, okay, dann schieße ich dich ab. Ja, genau! Alter! LOL! Alter! Du kommst hier nicht! Hau ab! Ich will weg hier! Klippo! Klippo! Alles brennt hier wegen dir, Kev. Ja, und kaputt. Ja, dann hol jetzt einen neuen, ne? War gar nicht meine Schuld, dass ich explodiert bin. Klar, war deine Schuld. Das bitte, aber jetzt mal ohne Witz. Ja. Diese Challenge ist irgendwo unfair. Wieso ist die unfair? Hä? Wir machen genau dasselbe. Also nicht von deiner Seite aus. So voll. Ich bin voll perplex. So, Freunde, wir sind wieder da. Wir hatten einen kurzen Cut, denn ich bin gestorben und wir haben uns ein Jet besorgt. Dann hat das ein bisschen gedauert, bis die Cops wieder wegschauen und ich mein Fahrzeug beschwören konnte. Und wir haben jetzt die Rollen getauscht. Ich habe es offenbar nicht geschafft. Es waren 6 Minuten irgendwas, Dena, oder? Ja, über 6 Minuten. Da bist du halt gestorben. Yes. Und es liegt zum größten Teil daran, dass ich nicht so skillig bin. Und wir glauben, wir haben noch viel ausprobiert. Es wird tatsächlich nichts anvisiert. Ja, wir haben es extra ein bisschen probiert mit den Jets und geguckt halt, ob man irgendwie, ob es irgendwie ein Bug war, aber auch bei mir, ich kann niemanden anvisieren. Es kann sein, dass man halt nur noch Luftfahrzeuge anvisieren kann, vielleicht haben die es extra mit einem Update mal geändert, damit man halt nicht irgendwie, wenn einer Jet oben hat, rumfliegen kann, halt im Multiplayer irgendwie die ganze Zeit Spieler töten kann. Das könnte sein. Ich war halt ein bisschen verwirrt, das gebe ich zu, aber wir wollen uns gegenseitig nicht die Laune kaputt machen, das ist nichtsdestotrotz eine geile Challenge und ich bin jetzt gespannt. Aha, bist hängen geblieben. Ich bin jetzt gespannt, ob der Dena es auch schaffen kann. Hast du Kopfschauen weg? Ja, ich habe Kopfschauen weg. Oh oh. Aber ich habe hier vorne ist ein gutes Auto. Mit dem komme ich hier rein. Jetzt ich habe hier einen Sportwagen, der sieht aus wie ein Sportwagen, ist halt aber keiner. Aber ich habe mir jetzt hier einen. Hier ist ein Sportwagen. Der Fairness halber fahre ich mal schon mal in die Stadt. Denn du hast gesagt, es ist so leicht. Ey, du hast jetzt ja den Kleintransport, du hast gar nicht den Militärtransport. Aber ist mir egal. Juck mich, du könntest auch ein Auto haben. Ich würde dich so oder so gleich töten. Ach komm, wenn ich ein Auto habe, kriegst du mich nicht. Doch. Dena? Ich krieg dich so oder so, mein Lieber. Okay, Skillbeweis. Nimm ein größeres Auto. Leute. Mir ist egal, was du nimmst. Nimm ich hier so ein etwas kräftigeres Auto, so eine Art Jeep. So einen großen weißen. Mir egal. Fährt der denn, Mensch? Wie fährt der denn? Ich weiß nicht, manche von diesen Chiefs sind schnell, ne? Aber mir ist egal, ich nehme alles. Ich lese mir die alles und jeden nämlich auf, Kev. So sieht's aus. Eine richtig Grütze. Okay. Da haben wir einen, wunderbar. Schwarzer Jeep. Also eine ganz andere Kategorie von Fahrzeugen als das, was Dena hatte. Und wenn es tatsächlich so leicht ist, dann will ich das sehen. Dann töten, ne? Sobald ich im Jet bin, kann die Zeit auch ticken, ne? Stellst du dir einen Timer? Oder eine Stoppuhr? Kannst du das machen? Ja, Mann, ja. Also. Ich hab mein Handy nicht zur Hand. Keine Ahnung, wo das ist. Also, muss ich ja die gleiche Strecke fahren wie du. Nee, mir scheißegal, wo du fährst. Ja, das sagen sie alle. So, warte, ich muss gerade noch starten. Das sagen sie alle. Ha! Ich bin jetzt gespannt. Ich will wirklich wissen, wie das geht. Mir ist klar, dass das meine Baustelle ist, aber. Okay, aber ich bin in der Luft und die Zeit startet ab jetzt. Alles klar, denn. Wen kann man am schwersten einschätzen, der sich selber nicht einschätzen kann? Ganz richtig. Wie? Hast du das nicht verstanden? Nee, nicht ganz. Aber ich töte dich, das habe ich verstanden.
Ah, du hast dich da versteckt hier. Haha. Fährst du so ganz langsam oder was machst du da? Nö. Du weißt, dass Anhalten verboten ist, ne? Ja, ich halte auch nicht an. Fast angehalten hast du aber. Okay, ja, bop. Naja, ich hab dich jetzt aber gesehen. Du wirst mich kriegen. Yeah. Genau. Ich bin einfach gespannt. Ich will das wirklich sehen. Ich glaub dem Dena nämlich nicht. Das ist so einfach, Leute. Es ist mega einfach. Dass es so einfach ist. Es ist halt eigentlich einfach und man braucht halt nur Skill, um halt gut auszuweichen. Das hast du gerade ganz gut gemacht. Ich weiß. Ja, den Skill zu ausweichen habe ich. Ich weiß, es war gut. Ja. Ich glaub dem das nicht. Das Ding ist, der hat ganz nicht so hohe Töne gespuckt. Ich glaub dem das ohne Witz nicht. Ich kauf dem diese Tour nicht ab. Das habe ich schon bei Let's Play Poker gemacht. Bei diesem vermeintlichen Top-Spieler. What the fuck? What the fuck? Ja, das glaub ich jetzt nicht! So ultra easy! Nochmal, ich hol mir jetzt ein neues Auto, das will ich revonken, nochmal! Ja, neues Auto, Kev. Das war jetzt das unter... Das war unter 1,20 war das. Hä? Wie kannst du mit dem Maschinengewehr so gut zielen? Hast du ein Auto? Nee, da unten ist eins. Es fährt von meinen Augen weg. Nein, bleib stehen. Okay, da ist eins. Ich werde angefangen. Ja, ich bin nicht mal besonders gut. Es gibt Leute, die viel besser sind als ich. Ich verstehe das gar nicht. Wie kann man mit diesem Ding zielen? Ja, du fliegst halt genau darauf zu. Und dann machst du halt so eine Salve, schickst halt dahin, wie ich dir vorhin gesagt habe. Nee, Junge, jetzt habe ich einen hässlichen Anhänger, egal. Ich hab's ja kein los. Geheimnis ausgemacht. Ich hab das Kev gerade eben schon, als wir den Cut, während der Cut waren. Komm, Anhänger weg! Schon versucht zu erklären, wie das funktioniert. Komm, Anhänger abschütteln? Ja, wie bist du? Lol, ich versuch grad einen Anhänger abzuschütteln, das geht einfach nicht. Oh, Dena! Das war jetzt nicht fair. Was war da nicht fair? Ich hab extra gesagt, ich versuch den Anhänger abzuschütteln. Okay, du warst halt direkt vor meiner Nase. Ja. Aber ich komm mir aber nicht klar, dass es offenbar so einfach ist, dass... Das glaub ich jetzt einfach nicht. Das glaub ich jetzt einfach nicht. Nein! Das ist, ich wette, der Dena ist bei sich in der Aufnahme gar nicht selber am Bildschirm. Ja, genau! Er lässt da irgendein Pro spielen. Ja, tschuhu! Das wäre okay, echt von mir Idee, aus kannst ey. Du. Okay. Ich habe jetzt wirklich ein ganz normales Standardauto. Kannst du auch einen Sportwagen nehmen? Nein. Nö. Das einzige Problem ist immer zu gucken, wo du sozusagen bist. Weil man sozusagen gucken muss, wo von der Karte aus gesehen, wo du auf dem Boden bist. Weil man erst so spät die Markierung sieht, welches von diesen Autos du bist. Aber ansonsten ist easy. Und... Ach nee, du bist in die Richtung gefahren. Man muss immer ein bisschen Abstand musst du sozusagen halten. Man muss immer ein bisschen was wegfliegen, dass du... Ja, das ist das Ding. Man muss auf Abstand fliegen, um so von weiter weg, ne? Ja, genau. Weil wenn ich jetzt versuche, so etwas, so vielleicht ein bisschen geradere Strecke zu nehmen, ich glaube, dann ist ja wieder mein Todesurteil. Ne, mir egal. Versuche, nimm so, wie du denkst, dass du überlebst. Okay. Scheiße, stehen geblieben, verloren. Doch nicht. Versuch jetzt mal einfach, komm. Die Straßen bringen mir kein Glück, ich fahre auf den Berg. Oh shit, ich bin angehalten, nein! Hui! Nee, es ist hier schwer, du bist gerade in einer ganz guten Gegend, weil ich nicht einschätzen kann, auf welcher von diesen Straßen du da bist. Oh yeah. Und dann sieht man das erst so später. Ich sagte, ich werde dich auch noch wieder ganz, ganz schnell bekommen. Nee. Oh. Ah, zwischen den Weinfeldern! Oh, ich habe dich erst richtig spät gesehen. Das ist echt das Problem. Man sieht dich so spät. Okay, also offenbar ist es wirklich so eine Mischung aus Fahrerskills, die man hier braucht, aber... aus Skills mit dem Jet und Dena ohne Witz. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich zieh meinen Hut vor dir, den habe ich sogar auf gerade. Zieh meinen Hut vor dir. Ja, du musst den auch wirklich ziehen. Habe ich gemacht. Ich habe den ausgezogen, kurz. Weil... Lol, das war nicht ich. Ah. Bin aber auch gerade stehen geblieben, das hast du gesehen. Ja. Hut gezogen habe. Jetzt bin ich einfach gespannt. Jetzt bin ich in einer guten Gegend. Und ich glaube nicht, dass es ganz einfach war. Das war doch, vielleicht nicht auf. Ganz Glück. Doch, wach. Glück hier, dass es keines hat. Ein bisschen Glück ist damit bei. Ja, ein bisschen Glück, wie wäre das vielleicht mal irgendwo verhakt oder irgendwas. Aber wie sagt man das? Glück ist es, wenn Skill zur Routine wird. Ja, jetzt sehe ich dich wieder, ja. Oder? Ist es nicht so, Dena? Was Glück ist? Glück ist es, wenn Skill zur Routine wird. Das sagt man immer so. Und ich glaube, das trifft ehrlich gesagt bei dir zu. Ja, ich ziehe es nicht. Nochmal mein Hut. Heißt es nicht, Skill ist, wenn Glück zur Routine wird? Hab ich doch gerade gesagt. Nee, ja, das ist andersrum, du hast gesagt. Glück ist, wenn Skill zur Routine wird. Ja.
Ja, das klammert ja Glück aus. So wie ja, du sagst, heißt es ja wirklich, man hat kein Skill, sondern nur Glück. Nein, wenn man immer Glück hat, dann ist es halt Skill. Wenn es so aussieht, als hätte man Glück. So war das immer so aus, als hätte man Glück, aber man hat eigentlich Skill. Genau. Okay, jetzt auch eine blöde Gegend für dich. Willst du dich von hinten anvisieren? Na, so ist doch eigentlich ganz gut, weil so sehe ich dich wenigstens hier mal, weil du das einzige Licht bist. Siehst du, und tot. So leicht ist das? Freunde, ich bin einfach wirklich hin und weg. Wir müssen im Livestream am Samstag Im Livestream mehr GTA spielen. Und ich muss lernen, wie das geht. Dann können wir irgendwann so eine Challenge mal wiederholen, Kev, ja? Dann wiederholen wir die aber erst, wenn ich trainiert habe. Also Leute, ich glaube, die Folge kommt danach. Ich weiß gar nicht. Ich schau mal kurz, wann die Folge kommt. Heute ist Freitag. Die kommt. Genau, heute ist Freitag. Morgen ist Livestream um 18 Uhr bei mir. Und wir werden da definitiv GTA spielen. 1-2 Stündchen. Und ich will da einen Crashkurs von euch haben, Freunde. Ich brauche die Tipps. Aua, mein Hut hat sich gelöst. Das kann nämlich nicht sein, Freunde. Es kann einfach nicht sein. Der DNA ist einfach gut. Und deswegen schaut auch gerne bei ihm vorbei. Das hat er definitiv verdient. So. Ja. Ist gerade nicht leicht. Und? Was machst du da? Wo bist du? Oh, ich will nicht mal so mit der Sniper. Das ist übelst schwer, wenn du in Bewegung bist. Ohne Sniper ist leichter. Boah, du schießt mich ab, kann das sein? Ja, ohne Sniper ist leichter, lol. Hab ich einfach umgefahren? Beide? Nö. Umgefahren, lol. Also, wir sind im Autorennen. Also, ja, Freunde. Aber du hast mich zwar nicht getötet, aber mein Jet ist kaputt. So eine Kacke. So eine Scheiße ist das. Genau, schieß mich doch ab. Ist mir egal. Juckt mich nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der Videogeist. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen. Dann gibt's die nächste Folge. Nicht vergessen, morgen Abend ist hier Livestream bei Kev. Da könnt ihr, so ist es. Ich muss wirklich üben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Däumchen nach oben. Definitiv bei denen vorbeischauen. Und dann sehen wir uns in 3 Tagen bei der nächsten GTA Online Challenge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, meine Videogeist.